Herzlich willkommen zu ColorWatch. Mein Name ist Marc Gebauer und ich bin heute hier wieder mit dem Stefan. Ja? Das letzte Video ist sehr, sehr gut angekommen und ich finde es auch ein super spannendes Thema. Darum haben wir wieder ein paar tolle Uhren rausgesucht und dazu die passenden Schuhe, Accessoires und Taschen. Von daher, ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! Als erstes Modell habe ich jetzt eine Uhr rausgesucht im Anfangspreissegment und zwar die Omega Speedmaster. Du hast auch schon mal gesagt, dass sie dir sehr, sehr gut gefällt. Die Moonwatch 42 mm. Nur dieses Mal habe ich es mit dem Saphirglas und dem Glasboden. Was hältst du von der Uhr? Also ich liebe diese Uhr persönlich. Mein Problem ist damit, dass es halt eine Omega ist und es nicht wirklich zu meinem Kleiderschrank passt und zu meinem Stil. Aber vom Uhrwerk her erinnert es mich halt an AP, ja, was hinten ist. Aber trotzdem Omega eine sehr gute Uhr und für das Preis. Ja, genau. Geil. Wir verkaufen dieses Modell, sag ich mal, um die 5000 Euro. Liegt daran, dass es halt teurer ist vom Listenpreis her mit dem Saphirglas und dem Glasboden. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Man kann auch mit der Uhr ein bisschen spielen, also Bänder tauschen und so weiter. Ist alles in dieser riesen Box mit dabei. Und ich sag mal so, weißt du, die war mit am Mond, hat eine solide Performance, Chronograph. Also ich habe selber auch ein paar Uhren von der Omega Speedmaster in meiner Sammlung. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und was für einen Schuh hast du jetzt mit dabei? Also ich habe passend zu der Farbe, finde ich persönlich, einen schwarz-weißen Air Force. Natürlich für einen Schuh Kenner wird es auf jeden Fall was in Bedeutung sein. Air Force, der ikonischste Nike-Schuh ever. Für mich persönlich einer der bestverkauften Schuhe weltweit. In diesem Fall ist es eine Kooperation mit Comme des Garçons, eine Brand. Und das sieht man halt am Hang von dieser Schrift, die hier ist und einfach von dem ganzen Aufschrift. Schuh liegt ungefähr bei 800 bis 1000 Euro, hängt von der Size ab. Warum ich persönlich finde, es passt zu der Uhr, ist einfach, die Schuhe ganz, weil die Uhr ganz schlicht gehalten ist und in diesem Fall auch, weil schwarz kann man echt nicht falsch machen. Und die Preise variieren von der Größe her? Ja, beim Air Force zeigt normalerweise, dass die 43, 44 deutlich teurer ist als die großen Größen, weil es einfach die Nachfrage viel höher ist zum Beispiel. Ah, okay. Auch wie bei Uhren. Was war der Listenpreis von denen? 140 Euro oder 110. Vielleicht täusche ich mich, wie gesagt, der kam 2017 raus und ging richtig ab. Nice. Man kann halt nicht viel falsch machen, es ist halt ein schwarz-weißer Schuh. Also ich finde, gefällt mir auch. Ja. Kommen wir nun zur zweiten Uhr. Ein etwas modischeres Produkt, was ich sonst eher weniger drin habe. Aber bei dir hatte ich auch beim letzten Video ein paar Sachen drin, die etwas unkonventionell sind. Und zwar, wir haben jetzt hier die Big Bang Hublot mit einem nachträglichen Besatz. Das Besondere daran ist, die sieht halt genauso aus wie original. Also selbst hier die Seiten und so weiter haben wir alle besetzen lassen. Ist momentan, also die Big Bang ist so die einzige Uhr, wo ich sagen würde, die kann man von Hublot noch kaufen. Im Verhältnis zum Listenpreis ist natürlich geht es natürlich doch runter, aber ich muss sagen, für den Effekt, wenn wir die im Handgelenk haben, die Uhr liegt aktuell unter 15.000 Euro. Ich glaube bei uns, wir geben die ab für so um die 14. Da hat man schon einen soliden Auftritt, oder? Ich glaube, man sieht es damit halt wirklich. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, das ist einer der besten Hublots, die ich in meiner Hand gehalten habe. Also die beim letzten Mal, die schwarze, war ja ganz schön schön, aber diese Iced Out gefällt mir mehr. Justin bestimmt auch. Ja, ich muss sagen, also auch wenn die Hublot, eine Sache, ne, Hublot hat den besten Service, den es gibt. Also egal, was für Probleme ich habe, ob das Glas von einem Kunden zerkratzt ist oder irgendwie Zeiger oder dies oder das, Hublot schickt mir alles raus. Die haben den besten Service in der gesamten Uhrenindustrie und sie hassen vor allem uns Grauhändler nicht so sehr. Das ist eine schöne Sache. Und passend zu diesem zu dieser 44 mm Chronograph Datumuhr haben wir ein Air John 1 Pass the Torch. Ich finde das einfach ein ikonischer Schuh, einfach aufgrund, dass es eine Kooperation zwischen mehreren Brands, John Brand und halt Pass the Torch allgemein. In diesem Fall kostet so ein Sneaker um die 2000 Euro und ich finde das passt einfach barbar zu der Uhr aufgrund von diesem ganzen shiny Metall. Mhm. Ist halt flashy ein bisschen und was lustig ist, es gab halt ein paar Streitigkeiten zwischen Iwani, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist ein japanischer Designer. Er hat Nike verklagt, dass die zu viele Paare rausgebracht haben und du musst dir so vorstellen, dass der Preis innerhalb von der Nacht von 600 500, bis 500 Euro dann mal auf 5000 hochgegangen ist, innerhalb von der Nacht. Da hat der Wadi-Team-Boss ein bisschen geheult, weil alle Paare online verkauft wurden und man kann ach, halt nein nicht stornieren, aber passiert. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr passend zu der Uhr.
Ja, hast du auch online bei dir im Shop? Ja, haben wir online erhältlich in allen Größen. Manchmal packen wir die weg, manchmal versuchen wir unser Sortiment ein bisschen zu verändern, was Neues reinzutun, damit halt der Kunde immer was Neues zu sehen hat. Weiter geht's mit einem Basismodell der sogenannten Air King von Rolex. Das ist ein Modell, was jetzt nicht so teuer ist im Verhältnis zu den anderen. Es ist das erste, die Einstiegspreisklasse unter den Sportmodellen. Die hat einen Listenpreis, glaube ich, von um die 5.400 Euro oder sowas. Und wir verkaufen es aktuell leicht über Liste, 6.000 Euro. Hat das charakteristische Rolex-Grün mit auf dem Ziffernblatt, der Schriftzug. Ich finde es ein sehr schönes, junges Modell. Man kann die Uhr mit Sicherheit ewig tragen, auch wenn man schon älter ist. Die kann, also das ist einfach eine Uhr, damit fällt man nicht negativ auf. Und hat einen guten Fit, auch vom Armband her ist es poliert, das heißt als Daily Beater geeignet. Man kann sie zerkratzen, das sieht man nicht so schnell, ne? Außer auf der Lünette. Von daher ein solides, also eine solide, moderne Rolex-Uhr. Ich würde sagen, das ist einfach eine schlichte, moderne Rolex, ja, zusammengefasst. Jetzt was nicht so schlicht ist. Ja, nicht so schlicht ist, aber trotzdem einfach eine kranke Geschichte dahinter. Für die Schuhfanatiker da draußen werden es kennen, das ist der Air Jordan 4 Superman Dornbecker. Dornbecker ist ein Krankenhaus in den USA, welches jährlich in der Zusammenarbeit mit Nike viele verschiedene Schuhmodelle rausbringt. In diesem Fall haben wir halt ein Air Jordan 4 Modell, einer der meistverkauften Air Jordan Modelle überhaupt. Und 2011 hat der liebe Isha Scott, der an Krebs erkrankt ist, im Alter von 12, glaube ich, diesen Schuh designt. Ist einfach die kranke Message dahinter. Schwarz war immer seine Lieblingsfarbe, zusammen mit Blau. Und er wollte ein bisschen Farbe ins Leben ziehen. Deswegen hat er zum Beispiel hier die Neon Laces genommen mit Grün, damit es ein bisschen farblich kombiniert ist. Und natürlich Superman, weil er an Krebs erkrankt krank war, wollte er damit inspirieren, dass auch das, ja, man muss wie ein Superman sein und dagegen kämpfen und nie aufgeben. Darunter finden wir noch diese ganzen Arrows vorne auf dem Schuh. Das soll halt ins Detail rufen, dass es halt immer Up and Downs gibt und. Das Schöne ist noch ein Porträt von ihm hier rechts. Boah, mega der Schuh. Also von denen, die wir rausgesucht haben, hat der auf jeden Fall die meisten Details. Selbst hier unter der Sohle haben wir nochmal irgendwelche Elemente. Ja, also von Cartoons. Also es gab irgendwelche Cartoons, die Namen weiß ich nicht, seine Lieblingscartoons waren so, weißt du, in 2007, 2006 kam immer so Seven, diese Boom. Ja, deswegen. Mega. Also wirklich ein tolles Projekt und gerade so jetzt hier mit diesen Sachen, also wirklich ganz, ganz Detail. Was kostet das Ding überhaupt? Also es variiert sehr stark. Die ganz kleinen Größen, die kosten manchmal bis zu 4.000 Euro. Es gibt ja auch zum Beispiel die Dornbecker Schuhe, werden versteigert auf so ein Event. Die Schuhe werden manchmal für 100.000 Euro verkauft, weil okay, Leute kaufen die. Krass. Und das Geld wird ja direkt an Dornbecker gespendet. Das, okay, ist ja nichts Schlechtes. Ach so, weil, das, ah, okay, ja. Und Nike verdient da drin nichts, auch die ganzen Kosten zu der Produktion machen die selber. Also wirklich, wenn der Schuh 160 Euro kostet, wie in diesem Fall, die ganzen 160 Euro gehen halt dann das Krankenhaus und damit können die sich halt weiterentwickeln und neue, ja, Projekte finanzieren. Deswegen finde ich es halt mega gut und deswegen nimmt auch Wadi Team jährlich teil an so einem Dornbecker-Konzept und wir versuchen, denen auch irgendwie zu helfen indirekt. Okay, und was kostet der Schuh jetzt bei dir? Also das ist halt ein US 12, 46 in der EU, der liegt gerade bei 2,5. 2,5. Mega. Und jetzt die vorletzte Uhr. Wir gehen zur Marke Audemars Piguet und ich habe hier eine Offshore. Das ist eine eingestellte Variante, die sogenannte Rubber in 42 mm. Das Modell hat sich so langsam, aber stetig nach oben gearbeitet. Hat halt diese Lünette, die es heute nicht mehr gibt, aus Kautschuk und jemand, der Vorbesitzer, hat beschlossen, sie komplett schwarz zu machen. Ich finde es eigentlich einen ganz stealthigen Look irgendwie so, ne? Ein bisschen undercover. Auch, weißt du, wer auch übrigens eine schwarze, wer war der Erste, der eine Audemars Piguet DLC beschichtet hat? Weißt du das? Wer war der Erste, der das so publik gemacht hat? Auf YouTube oder? Nee, nee, jetzt allgemein. Der AP-Besitzer. Ja, nein, in den 80er Jahren war das nämlich Karl Lagerfeld. Der hatte seine 5402. Ja, kann man mal nachgucken. Krass. 5402, die Uhr AP, die Ultraflache, hatte er schon schwarz gemacht. Und ja, finde ich irgendwie, hat mich irgendwie daran inspiriert. Als ich die zu Hause gesehen habe, muss ich daran denken. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt irgendeine AP kaufen will, die gibt's nicht. Also die gibt's so nicht, nein. Also es gab schwarze Modelle, Survivor, dann gab es die End of Days, die war auch schwarz, aber das ist jetzt ein nachträgliches Ding. Okay, krass. Und
Marc hat es persönlich ausgesucht. Ich musste es nicht aussuchen. Nein, das stimmt. Aber diese Tasche ist. Ja, wegen den Beschlägen so. Das sieht halt gleich aus, ne? Du hast halt die Beschläge. Sieht halt echt super und passt auch. Ja. Das ist eine Louis Vuitton Keepall, wie man es vielleicht erkennt. 45 Liter, die kleinere Version, es gibt ja die größere. Und was Besondere an der ist, ist, dass halt Virgil Abloh jetzt ja der Head of Design ist für Men's Louis Vuitton Wear. Und das war in seiner ersten Kollektion, hat ja ein bisschen was verändert, was davor nie wirklich gemacht wurde. Ist halt diesen Look reingebaut mit diesem matt mega Accessoiren und sowas, halt das orangene Ding. Braucht kein Mensch auf dieser Welt, aber trotzdem sind Leute da drauf cooler abgefahren. Ja. Und wir haben uns dazu einfach beschlossen, mal was für uns zu kaufen. Vielleicht verkauft es sich nicht so toll und verkaufen wir nicht jeden Tag wie Yeezys oder so, aber trotzdem mal so eine Tasche im Store zu haben, ist... Also sieht auf jeden Fall cool aus und ich finde hierzu, das passt auf jeden Fall. Und ja, was kostet die hier? 4.300 Euro. Na, Liste? 3.500, 600 um den Dreh. Geht eigentlich. Im Verhältnis zum Uhrenbereich kann man machen, ne? Ja, manchmal schon. Ja. Machen wir weiter mit der letzten Uhr und wir bleiben bei Audemars Piguet. Und zwar habe ich hier eine Neuvorstellung. Das ist ein neues Modell, auch aus der Offshore-Serie, 42 mm. Und wir sehen hier schon das Update. Die schwarze Lunette ist jetzt aus Keramik, richtig fresher Look. Hat rote Akzente und der Listenpreis ist bei abstrusen 26.000 Euro. Wir verkaufen sie bei uns als neues Modell, glaube ich, unter 20. Ja. Fun Fact, ich wollte die in Dubai kaufen, aber die haben es mir nicht verkauft. Ja. Nee, und das ist halt ein Modell, was durch diese puren roten Akzente nochmal versucht, so das Ganze in den Vordergrund zu bringen. Wir haben eine Megatapisserie, das ist dieses große Waffelmuster auf dem Ziffernblatt und ein Datum, ein Chronograph und eine Gangreserve von 50 Stunden. Das Modell als solches, finde ich, es hat halt einen ganz modernen Look bekommen durch alles. Ist ja, im Markt nicht so sehr beliebt wie die klassische Royal Oak, aber nach wie vor, wenn man eine sportliche Uhr sucht, mit einem Kautschukband ist das schon ein geiles Modell. Ich finde die Kombi, einfach die Farbkombination bei dieser Uhr ist einfach krank. Schwarz-Rot, ein bisschen auf aggressiver, genau, auf AMG, Mercedes. Ja, genau. Und was hast du als Schuh mitgebracht? Als Schuh habe ich mitgebracht einen Air Jordan 3 für die Schuh. Fanatiker, wie ich schon mehrmals in diesem Video gesagt habe, gibt es ja den Tinker Hatfield, ist ja einer der Hauptdesigner, was Jordans angeht, bei Nike, allgemein auch Textilien. Und der hat mehrere Jahre in Seoul verbracht, in der Südkorea. Und dieser Sneaker ist inspiriert, wie man an den Farben erkennt, an den südkoreanischen Flagge. Das erkennt man halt an dem roten und dem blauen. Ah, okay. Ja. Und der wurde rausgebracht 2018 am 10.03. an meinem Geburtstag. Alle schön notieren, um zu mir gratulieren. Stefan, hast du hier irgendwas reingeschrieben? Oder? Nee, dazu wollte ich noch kommen. Ach, okay. Hier drin auf dem linken steht Seoul, also in südkoreanisch geschrieben. Und das ist einfach ein Schuh, der zu denen, sagen wir so, südkoreanischen Spiel rauskommen sollte, der auch sehr limitiert unter 20.000 Paare gibt es, von dem Preis liegt ungefähr bei 1,5. Also okay. Ist wirklich sehr limitiert, kam auch nur in Seoul raus in 2 oder 3 Nike Stores. Und das lässt man dran oder was würdest du sagen? Nee, das ist halt neu, das ist wie bei Rolex dieses grüne Ding, was man dran lässt. Okay, gut zu wissen. So, damit sind wir wieder am Ende von dem Video angekommen. Vielen Dank, Stefan, für diese tolle Auswahl. Und ich würde sagen, wenn ihr interessiert seid an seinen Produkten, schaut bei ihm vorbei. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung und sonst die Uhren wie immer auf colognewatch.de. Vielen Dank, bei dir gewesen zu sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios, amigos.